Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu der weiteren Runde in der gleichen Session von The Witcher Assassins of King. Entschuldigung. So, wir sind hier an einem beschaulichen Flüsschen angekommen. Hier oben soll anscheinend das Ziel sein, die Schattenbeinwurzel. Aber zuerst nehmen wir natürlich mal alles mit, was es hier noch so gibt. Entschuldigung. Entschuldigung, ich musste da aus dem Mikroradius mal etwas raus. Ganz leise husten. So, nach einer kleinen Pause, die ich fürs nicht nur zusammenschneiden machen musste. Da ist ein Ort der Kraft. Okay. Pardon, präzise, in jede Falle rein. Das schafft auch nur Bones. Das kriegt ihr nur hier auf dem Kanal zu sehen. Nirgends sonst, also. Das ist Let's Play der höchsten Güte. Was euch da alles erwartet. Mann, da von einer Falle zum nächsten. Also wirklich die kürzeste Distanz von einer Falle zum nächsten. Das wird wahrscheinlich ja eine Länge Bones sein. Die Musik unterbricht. Sind wir in Gefahr? Eine Elfenruine. Das könnte Gefahr bedeuten. Aber wir sehen nach. Das liebende Elfenpaar in einem Beet aus Rosen gebetet. Und da hinten ist natürlich ein Joelkraut, was wir nicht verschmähen. Ah, hier führt es in die Dunkelheit hinab, was schon mal gar nicht so schlecht ist. Aber ich möchte noch wissen, gibt es hier noch was? Können wir noch ein Verbena? Das auch immer sein mag. Ja. Dieser Ort scheint einen guten Zweck geweiht zu sein. Schauen wir uns mal an, wie es drin weitergeht. Und als erstes nehmen wir natürlich Miau. Ein Kätzchen. Wohl bekommt's, werter Geralt. Schmeißt seinen Müll natürlich irgendwo hin. Und los geht's. Wir nehmen die Zaunrübe. Auch so. Nur runter kommen wir nicht. Hä? Was bringt es uns? War ich zu voreilig? Ja, ich komme hier nicht runter. Also, kurz gesagt, wahrscheinlich ein anderer Eingang. Und jetzt das Geblende. Na toll, die Wurst. Okay. Ich sehe auf der Minimap, aber auch vorhin habe ich schon beim Hochkommen einen zweiten Eingang
so im Augenwinkel aufblitzen sehen. Natürlich ist es jetzt etwas hinderlich, mit der Katze hier runter zu semmeln. Macht das Ganze nicht unbedingt gerade so angenehm für die Augen. Aber wenn es ein Eingang gibt, dann werden wir ihn finden. Was sagt mein Amulett hier dazu? Wow. Was das Amulett hier dazu sagt? Viel zu hell. Aber es geht ja noch weiter rein. Der... Ja, hallo, ich bin's, der freundliche Kammer... Die, Kammer... Ich wusste es doch. Ich bin's, der freundliche Kammerjäger. Hab mich weh bestellt. So. Einmal necken, bitte. Die Sicht ist einfach geil. Ich feiere das so, wie man wirklich bis an die kleinsten Blutgefäße sieht. So, und jetzt gibt's was auf dem 12. Wow, dann oder eher für Geralt. Ja. Na, kommt nur her. Ja, ich bin der, der gute Geralt, der Salami-Zerstörer. Hat nichts mit Aufschneid zu tun, auch wenn's, Ähnlichkeiten hat. Was? Wo bist du hin? Na, wo kommst denn du her? Ja, aufsammeln ist hier so eine Geschichte. Ich möchte ja eigentlich... ihn ja. Na, endlich. Ja, also, das ist einfach unmöglich, das hier liegen zu lassen. Das wird schlecht. Das vergammelt. Das ist... ja. Dann bewahre ich es doch lieber in meiner Tasche auf. Müssen wir jetzt durch? Okay. Kostbare Verzierung. Solides, ausgewogenes Messer. Hm. Wird interessant. Also ich glaube, man könnte hier auch ohne die Katze durch. Glaube ich zumindest. Aber wir... Na? Leutnant Schweinepest. So, kommt mehr, kommt weniger. Kommt überhaupt noch was? Aha. Sieht interessant aus. Wo führt das uns hin? Menschenskind, ist das ein Irrgarten hier? Eingestepptes Leder. Könnte man das gerade jetzt brauchen? Aufwertung der Rüstung. Gestepptes Leder plus 4, Blutresistenz plus 8. Dann wird das mal angezogen. Vitalität 10, Blutresistenz plus 1. Okay. Ja, kannst du natürlich hier nicht brauchen, aber... Was soll's? Du bist überlastet. Welch absolut nicht vorhersehbares Ärgernis. Mhm. Handwerk. Wo haben wir Questgegenstände, Gerümpel, kostbare Verzierung, 4 Ohren, 3 Ohren, ja, Steinmedaillon. Ich würde meinen, schmeiß weg.
Ja, ich sortiere jetzt nur etwas wenig aus. Ich weiß, Draht und solches Zeug könnten wir eigentlich noch brauchen. Draht, Schnur, Draht, primitives Halsband, Lumpen brauchen wir sicher auch. Silberring würde, kannst du das sicher verkaufen? Immer noch nichts mit dem Gewicht. Ja, was schmeißen wir sonst noch weg? Okay, das ist 0,5. Ja, nee. So schade. Da haben wir Schlüssel nach Maßen, Gifttränke, die Mutagene, da Trophäen, Bücher, Bücher der Magie, Buch der Magiekunst. Buch enthält Basiswissen über die Magie. Ein Haftbefehl. Anscheinend wiegen die auch nix. Ist noch schön zu wissen. Wo haben wir? Ich hatte doch Rüstung, gestepptes Leder. Das ist die 7, das ist die 8. Ich schmeiß die jetzt mal weg. Ich mach das einfach mal typisch Eigenregie. Wie könnte es auch anders sein? Irgendwo ein Leichenfresser. Oh. Und der zieht aber schon ordentlich rein. Was bist denn du? Na, Mahlzeit. Nekrophagenblut. Ich weiß nicht, mag das mir schmecken? Auf jeden Fall müssen wir jetzt mal kurz etwas warten, bis die Energie nachgeladen hat und wir reiter können. Kommt da noch mehr? Igitigit, was war das für ein Vieh? Wah! Ein Leichenfresser? Wieso greift er mich an? Ich bin ja Frischfleisch. Also nicht sein Beuteschema. Da wird noch mehr kommen. Ich bezweifle jetzt mal nicht, dass. Aha. Okay. Der kleine Bones möchte von der Kasse 2 abgeholt werden. Der kleine Bones möchte zu Mami und Papi. Wo zum Teufel muss ich durch? Menschenskind. Hier führt ja jeder Gang irgendwo hin, aber jeder Gang führt nur irgendwo hin, wo es nicht weitergeht. Verdammte Axt! Was läuft hier? Nee, also nicht lustig. Nicht witzig. Nee, hier will ich kein Eigenheim, hier kaufe ich nichts. Schon zumal, nee, dann noch mit Leichenfresser in der Nachbarschaft. Nö. Okay. Wir kommen nicht drum rum, wir werden suchen müssen. Und wenn ich so weitermache, werden wir zu schwer sein, um in nützlicher Zeitfrist überhaupt irgendwo hinzukommen, geschweige denn zu kämpfen. Hoch sollten wir, oder habe ich mich da vertan? Ja, wie gesagt, hier geht es hoch, aber eben nicht genug hoch. Aber wieso war denn hier der Leichenfresser? Was läuft da schief? Ja, wie gesagt, irgendwo wird es ganz sicher durchgehen. Bones in seiner Übereifer hat natürlich wieder mal nicht gesehen, wo. Wäre ja mal was Neues.
Da werden Spinnen und alles Mögliche und da sieht es nach frischer Luft aus. Aber weiter geht es hier nicht. Ja, und auch die Übung mit der Katze war nicht unbedingt so von Erfolg gekrönt. Weshalb ich jetzt noch einmal nach hinten geschustert bin, und um zu schauen, ob es hier noch weitergeht, aber... Also, zu viel suchen kannst du hier nicht. Gibt nicht mehr viel, außer man hängt in der Textur fest. Die Schattenbeinwurzel. Habe ich überhaupt schon eine davon? Alchemie. Wie heißt das Teil? Ja. Nee, nicht. Also es zeigt mir anscheinend immer das Gleiche an. Ich weiß nur nicht, wie heißt das Teil überhaupt, das ich herstellen muss. Elixier der Manguste. Okay, wir schauen uns das noch einmal an. Habe ich das hier? Manguste, hier. Und anscheinend haben wir alles, was es dafür braucht. Okay. Gegenstand hergestellt. Wir haben es. Ja, war die ganz einfach. Uhu, ja, nee, kein Problem. Natürlich, ich habe das die ganze Zeit gewusst. Ich habe einfach gedacht, mir gefällt die Höhle so sehr. Wir laufen doch noch einmal durch. Schauen uns die Höhle noch einmal genauer an. Finde Schattenbeinwurz oder kämpf mit Sheila gegen den Syran. Schattenbeinwurz habe ich gefunden und jetzt geht es zurück. Würde ich mal meinen. Und ein erfrischender Wasserfall empfängt uns hier und wir können wieder zurück. Hier sollte man ja noch die... Nee, sollte man nicht, oder? Habe ich mich da irgendwie vertan, nicht schon wieder in dieselbe Falle rein? Ihr lernt es. Nee, das ist... sinnlos. Warum auch? Sind des Hackfleisches verurteilt? So? Na, Kollege, du willst auch noch? Nee. Ja, jetzt feige sein. Klar, habe ich am liebsten. Kommst du wieder? Sehe ich dich noch einmal? Ich nehme schon mal deine Kameraden auseinander, wenn du ja nicht willst. Sag mal, wo bist du? Da bist du! Komm, lass dich massieren! So, und zurück in die... Zivilisation oder was davon abgebrochen ist. Okay. Was denn? Nee, bäh! Endriaden! Wie sind das gruselig? So, jetzt aber. Dann hau ich was über den Chitinpanzer. Das sind bäh. Nee, wirklich, hässlicher geht's wohl wirklich nicht mehr. Das ist bäh. Doch, es geht sicher noch hässlicher, aber ich müsste es nicht in Erfahrung bringen. Wohlgemerkt.
Ja, abgenutzte Handschuhe, klar. Nehme ich auch, benutze ich ja auch privat immer mal gerne. Die guten, abgewetzten Handschuhe, die kannst du immer mal brauchen. Und sonst kannst du natürlich auch noch das zweite Part. Abgewetzten Handschuhe brauchen. Was ist das hier? Okay, wir sind überlastet. Falls es jemandem noch nicht aufgefallen ist, wir haben leichte Überlast. Aber dieses Mal werde ich nicht wieder alles wegschmeißen. Was ist das? Das sieht aus wie eine große Samenkapsel. Nicht, dass ich jetzt wissen will, was da rauskommt. Aber vielleicht kann man es zu einem Omelette verarbeiten. Also ein lecker Omelettchen. So ein kleines, feines, gut gewürztes. Aber auch ein Spiegelei, Menschenskind. Ja. Tollbones. Glanzleistung. Jetzt habe ich Hunger. Mensch. Musste wieder mal ans Fressen denken. Noch nichts gespachtelt, aber Hunger haben. Ja, und Let's Play aufnehmen und übers Futter quatschen. Ja. Und in die falsche Richtung laufen. Ja. Bones. Kleiner Haarschleierling. Den werde ich mir gönnen. Und zwar demnächst. Ganz in Frieden werde ich mir den über dem Feuer grillen und mir schon wieder zusätzlich Hunger machen. So, ich glaube, nach dieser Aufnahme muss ich unbedingt mal was futtern. Sonst kommen wir da nicht weit. Was pflanzt ihr hier an? Pfeifenkraut. So, kann ich dem Kollegen da oben noch was verticken? So, um die leichte Überlast wegzubekommen. Oder finden wir jemand, der mir das abkaufen würde? Ich nehme das Huhn einfach nicht ernst. Tönt wie eine Telefonzentrale. Warum heißt du Weißer Wolf? Weil ich Zähne habe. Ich finde den Hund einfach zu drollig. So. Jupp, das hat übersteuert. Das habe ich selbst gemerkt. Hervorragende Arbeit. Nicht wahr? Das Leder ist erstklassig und war in den Händen eines sehr guten Gerbers, der manchmal auch Otterfelle verarbeitet. Jagst du? Im königlichen Wald ist Jagen verboten, das weiß doch jedes Kind. Außerdem traut sich keiner mehr hin, dort herrscht die reinste Monsterplage. Offenbar gibt es in der Gegend reichlich Beute. Wenn du mich fragst, es braut sich ein Krieg zusammen. Nicht unbedingt. Die Skoyatel überfallen doch ständig Händler und liefern sich Kämpfe mit Soldaten. Ideale Umstände für Aasfresser. Hoffen wir also auf bessere Zeiten und gehen so lange unserer Arbeit nach, wie es uns die weisen Schriften lehren. Wir haben da was gefunden, aber ich spreche es jetzt gerade mal noch nicht an. So, da uns dies nicht mehr wirklich viel bringt, weg damit. Dann von diesem Zeug hier, was ich ja wirklich übertrieben viel habe. Werkzeuge, Silberring, okay, Silberring schmeiße ich weg. Primitives Halsband weg, Lumpen, ich weiß nicht für was, aber
kostbare Verzierung schmeiße ich auch weg. Eisenring. 6 Stück dabei. Na toll, die Wurst. Wir müssen etwas mal ganz klein wenig über unsere Auslastung nachdenken. Weil so langsam wird es doch recht schwer. Ja, die verschiedenen Elementsteine. Endriagen-Embryo. Naja. Ja, wird auch nicht besser in der nächsten Spalte. Gibt es vielleicht irgendwo noch eine Truhe, die ich benutzen könnte? Das wäre auch mal was. Nein, haben wir hier die verschiedenen Tränke. Die Aufrüstungen, was natürlich, ja, jeweils 4 Stück, klar, braucht ja jedes Kind immer wieder. So, noch einmal abgenutzte Lederhandschuhe, schmeiß ich weg, solides, ausgewogenes Messer, wäre eine Distanzwaffe. Ja, behalten wir jetzt mal schnell das Langschwert. Ja, zweimal Stahlschwerter ist beides dasselbe. Das Schwert, Zusatzwaffe, ist auch ein Stahlschwert. 10 bis 13, okay, das schmeißt man weg. Exzellentes Kurzschwert. Gut, ich kann das Zeug, ja, kleine Knüppel, klar. Verrostetes Stilett braucht jedes Kind immer wieder dreimal am Tag. So. Einkaufen tun wir das nächste Mal. Und ich stelle mich jetzt gerade mal so hin. Denn wie stellen wir uns am besten hin? Dass ich auch drauf komme in der nächsten Folge, was ich zu tun habe. Ja. Ich verstehe, dass der Troll gerne mal einen Rübendurst hebt. Ich verstehe auch, dass Zegota... Was machst du denn da genau? Das kleine Schweinchen. Was war denn das? Ich will's gar nicht wirklich wissen, aber ich würde meinen, das wäre es gewesen... Für diese Folge, danke vielmals fürs Zusehen und danke vielmals, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis denn dann, euer Sir Bones und tschüss.